Jetzt mal Hand aufs Herz. Woran denken Sie bei dem Begriff junge Familie in der Apotheke? An schreiende Babys, deren Regal ausräumenden größeren Geschwister und den obligatorischen Traubenzucker zur Verabschiedung? Schade, denn da wäre deutlich mehr Potenzial für Sie als Apotheke drin. Mein Name ist Sandra Barisch, ich bin Apothekerin und ich begrüße Sie ganz herzlich bei unserem heutigen Nachmittagsthema Junge Familie in der Apotheke bei der Expo Pharm Impuls, außerdem unserem Studio von unserem Zu-Gastpartner Stada. Ich möchte Sie heute einladen, Ihre Sichtweise auf die junge Familie einmal neu zu denken und diese als Zielgruppe zu betrachten, um sich dauerhaft und langfristig neue Stammkunden für Ihre Apotheke generieren zu können. Und genau das haben die Gesprächspartner unserer nächsten Runde auch getan, die ich Ihnen hiermit gern vorstellen möchte. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Herr Keller, unser erster Studiogast, er ist Apotheker und Leiter der Burg Apotheke in Sulzfeld, die als babyfreundliche Apotheke zertifiziert ist. Schön, dass Sie da sind, Herr Keller. Ich freue mich auch. Frau Kriwanek ist auch Apothekerin. Sie ist Leiterin der Marienapotheke in Ehingen und erste Vorsitzende des Vereins Babyfreundliche Apotheke e.V. Schön, dass Sie da sind, Frau Kriwanek. Dankeschön, ich freue mich auch. Dann Frau Ronert. Frau Ronert ist Kinderkrankenschwester, ganz was Besonderes in unserer Runde. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Sie ist Still- und Laktationsberaterin und hat 12 Jahre lang in einer großen Apotheke gearbeitet und dort eben die jungen Familien beraten. Derzeit arbeitet Frau Ronert als Fortbildungsbeauftragte der Firma Medela. Ich freue mich, dass Sie auch hier sind. Danke für die Einladung. Und last but not least, Frau Schade. Frau Schade ist auch Apothekerin, Inhaberin der Petersburgen Apotheke und der Apotheke im HIT in Leipzig, hat ihre Apotheken 2008 bzw. 2014 als babyfreundliche Apotheke zertifiziert und ist auch Gründungsmitglied des Vereins Babyfreundliche Apotheke und sogar des Vereins Stillforum Leipzig e.V. Ich freue mich, dass Sie alle da sind und auf eine sehr spannende Runde. Doch bevor wir mit unserer Gesprächsrunde starten, möchte uns Frau Kriwanek gerne erzählen, warum es richtig toll ist, eine babyfreundliche Apotheke zu sein. Frau Kriwanek, Sie haben das Wort. Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ich darf Ihnen heute meine Lieblingskundengruppe vorstellen. Das ist leider eine Kundengruppe, die in den Ausbildungen noch viel zu kurz kommt, sowohl bei der PTA-Ausbildung als auch bei uns im Studium. Und dennoch ist es äußerst wichtig, dass man darüber entsprechend großes Fachwissen mitbringt, weil unsere jungen Eltern, die Werdenden, als auch die, die bereits ein Baby bekommen haben, einen sehr hohen Beratungsbedarf mittlerweile haben. Natürlich gibt es Internet und Co. Dennoch ist es im Moment einfach so, dass die Gynäkologen und viele Kinderärzte nur noch sehr wenig Beratungszeit haben für die jungen Eltern. Und daher kommen die dann anschließend in die Apotheke und möchten von uns eine ausführliche Beratung haben. Aus dem Grund ist es wichtig, dass wir uns auf dem Gebiet beratungsfit machen. In allererster Linie haben wir natürlich hier die Arzneimittelberatung, und zwar sowohl in der Schwangerschaft als auch in der Stillzeit. Und natürlich wollen auch die jungen Eltern mit ihren Kindern gut beraten sein mit den Arzneimitteln. Das heißt, Elternberatung in einem abgesteckten Rahmen ist hier vorderstes Ziel, einhergehend mit der unterstützenden Förderung einer Eltern-Kind-Bindung. Was hat das für Vorteile für die Kundin als auch für Sie als Experten? Die Kundin kann in einer entsprechend fundierten, ausgebildeten Apotheke zusätzliche Ansprechpartner ersetzen beziehungsweise auch auf deren Kompetenz noch mit aufbauen. Das ist die Hebamme, das sind die Stillberaterin, das ist der Arzt. Und hier sollte eigentlich eine wechselseitige Kooperation bestehen. Dann sollten Sie über bestimmte Serviceleistungen verfügen, sei es Milchpumpenausleihe, sei es Babywagen verleihen, vielleicht auch einen Babymess- und Wiegetag anbieten. Da gibt es einfach so viele Ideen, da ist Ihrer Kreativität keine Grenze gesetzt. Und ganz wichtig ist, dass Sie eine ausführliche Beratung auch dokumentieren, insbesondere wenn es einfach Probleme gibt mit der ärztlichen Verordnung, wo Sie sich dann eventuell auch noch ärztlichen Rat einholen, beim Kompetenzzentrum, beim Pharmakovigilanzzentrum in Berlin. Gleichzeitig ist es auch gut, wenn man eben diese Kooperation zu den Experten aufbaut, weil ich kann
nur zu einem bestimmten Thema bis zu einer gewissen Grenze kompetent beraten und dann sollte ich eigentlich abgeben an meine Experten. Diese Experten freuen sich, wenn sie eine Zuweisung von Ihnen bekommen, und umgekehrt kann es sicherlich genauso der Fall sein, dass die Experten dann einfach an die Apotheke weiterleiten. Dann Bereitstellen von bestimmten Leihgeräten, Hilfsmitteln und dergleichen. Sie sollten also in der Apotheke ein gut abgestecktes und mit entsprechenden Experten, mit ihren Kooperationspartnern ausgeklügeltes Sortiment auch zur Verfügung stellen. Und dazu zählen eben auch ganz spezielle Stillhilfsmittel und dergleichen. Was sind denn für Grundlagen, die wir gerade vom Verein Babyfreundliche Apotheke ansetzen? Das wären in dem Fall die 12 Standards zur kompetenten Beratung von Schwangeren, Stillenden und Eltern mit Baby. Dann ist es super wichtig, dass das Ganze auch mit einem QM-Handbuch umgesetzt wird für die Praxis. Das ist auch komplett ausgearbeitet und wird nur noch individualisiert an jede Apotheke. Und ein ganz wichtiger Punkt ist uns der WHO-Kodex zur Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten. Das heißt, in den Apotheken, die sich tatsächlich babyfreundlich zertifizieren lassen, sollte keine adäquate Werbung betrieben werden für Saugerersatzprodukte, Muttermilchersatzprodukte und auch Flaschen. So, hier zeige ich jetzt mal ganz kurz die 12 Standards. Das ist Standard 1. Die Schulung bedeutet, dass eben mindestens 3 Personen vom pharmazeutischen Personal über eine entsprechende 24-stündige Schulung verfügen sollten. Natürlich sollten die Standards auch in der Apotheke aushängen, sodass ein jeder Apothekenbesucher auch sieht, um was geht's hier eigentlich, was ist eigentlich eine babyfreundliche Apotheke, was macht die aus. Dann ist ein absolutes Wissen notwendig, was die Medikation in der Schwangerschaft, in der Stillzeit und auch für das Baby wichtig. Stillinformationen sollten Sie haben, sowohl natürlich über alle Stillhilfsmittel, die es im Moment auf dem Markt gibt. Und dazu sollte man auch beraten können, warum braucht man die Stillhilfsmittel oder ist es vielleicht doch besser, dass man das ganze Stillmanagement, also wie das ganze Stillen abläuft, nochmal überprüft. Ja, und dann ist uns ein wichtiger Punkt auch die Ernährung, und zwar die Ernährung der Schwangeren, der Stillenden, als auch natürlich des Babys. Und da lassen wir die Mütter dann auch nicht im Regen stehen, auch wenn wir noch so für Stillen und für die Muttermilchernährung uns einsetzen. So ist es dennoch wichtig, dass die Apotheke auch verfügt über Wissen bezüglich der qualitativen, hochwertigen künstlichen Säuglingsnahrung, die dann einfach eingesetzt werden muss, wenn das Stillen nicht mehr klappt oder einfach nicht gestillt werden kann. Ja, und dann folgt natürlich auch die Beikosternährung. Wie das vollzogen werden soll, ist eine wichtige Geschichte, über die eine babyfreundliche Apotheke sehr gut beraten kann. Ebenso über das Stillen, nebst Berufstätigkeit, wie man beides miteinander vereinbaren kann. Und ein ganz wichtiger Punkt ist uns auch die Unterstützung der Eltern im Babyalltag. Das bedeutet, dass man ihnen einfach auch Tipps und Rat an die Hand gibt. Wie kann man es bewirken, dass die Babys besser schlafen, dass sie weniger Blähungen haben, dass sie einfach unterstützt werden in der ganzen kognitiven Entwicklung und es ein harmonisches Miteinander ist. Milchpumpen und Babymagendepot habe ich vorher schon erwähnt, da muss ich nichts mehr dazu sagen. Nur noch zum letzten Punkt, das ist der Netzwerkaufbau. Das heißt, eine babyfreundliche Apotheke kann nicht allein tätig sein, sondern sie braucht einfach ihre Experten mit dazu. Das heißt, den Gynäkologen, Kinderarzt, Stillberaterin, Hebammen, Logopäden, vielleicht auch Heilpraktiker, Osteopathen und dergleichen, damit man einfach nach seinen Grenzen abgeben kann an die Leute. Genau. Dann denke ich, ist das ganz Wichtige hier noch auf dieser Folie, dass ich eben dieses 8-stündige Praktikum noch absolvieren kann. Und das ist was ganz Tolles, weil das ist ein Blick über den Tellerrand hinaus. Hier ist die Möglichkeit auch, dass man eventuell bei einer Geburt mit dabei sein kann, dass man eine Hebamme betreut, begleitet über den ganzen Tag hinweg, dass man auf Station einfach mitarbeitet und einfach mal erlebt, wie schaut es denn eigentlich woanders aus. Frau Krivanek, vielen Dank, dass Sie uns Einblicke in die Welt der jungen Familien in den Apotheken gegeben haben. Wir freuen uns, dass Sie alle da sind. Frau Krivanek, wie hatten Sie denn die Idee zur Vereinsgründung? Wie sind Sie darauf gekommen, einen solchen Verein zu gründen?
Also ich habe selber einige Ausbildungen und Schulungen durchlaufen und bin dann einfach auch mit Fachexperten in Verbindung gekommen. Und von denen kam schon mal die Idee, wie wäre es mit babyfreundlicher Apotheke, gerade so aus dem Hebammen- und Stillberaterinnenbereich. Und als ich dann selbst angefangen habe, Apothekenpersonal zu schulen, kam aus den Reihen der Teilnehmer der Wunsch, dass man sich einfach abhebt von anderen Apotheken, von anderen Zertifizierungen. Und so haben wir uns überlegt, welche Zertifizierung wäre möglich. Und es gibt ja die WHO-UNICEF-Initiative, babyfreundliches Krankenhaus. Früher hieß es noch stillfreundliches Krankenhaus. Und die haben wir uns eigentlich so zum Vorbild genommen. Und daraus ist dann die babyfreundliche Apotheke entstanden. Finde ich einen total spannenden Ansatz, weil es halt einfach sowas noch gar nicht gibt. Und ja, wenn man im Internet zufällig drauf stößt, dann freut man sich natürlich sowohl als Apotheker als auch natürlich als Eltern, dass wir da Unterstützung bekommen. Frau Ronert, wie sind Sie denn zum Verein gekommen? Ja, wie Sie eigentlich schon gesagt haben, eher sehr ungewöhnlich als Kinderkrankenschwester in der Apotheke zu arbeiten. Aber ich habe Frau Krivanek vor 15, 16 Jahren bei einem Regionaltreffen der Stillberater kennengelernt und wir sind ins Gespräch gekommen und sie hat mir ihre Idee erzählt. Ich war ehrlich gesagt etwas skeptisch am Anfang, wie eine Apotheke babyfreundlich beraten kann. Konnte mir nicht viel darunter vorstellen, aber sie hat mich doch inspiriert und hat gefragt, ob ich nicht mitmachen möchte. Und so habe ich dann erstmal in der Apotheke, in der Frau Krivanek gearbeitet hat, mitgearbeitet. Das waren anfänglich Samstage, die Beratung der jungen Eltern eben mit inkludiert hatten. Dann haben wir das peu à peu aufgebaut, haben dann Babymess- und Wiegetage angeboten, haben individuelle Beratungen angeboten, zum Beispiel zu Beikost, haben auch entsprechende Vorträge für junge Familien angeboten, haben entsprechende Dienstleistungen wie Milchpumpenausgaben, Stillhilfsmittelberatung, also nicht nur verkaufen, sondern wirklich auch drumherum um das Produkt, um das Problem, was eben über die Mutter an uns getragen wurde, weitergegeben, haben das dann einfach sukzessiv aufgebaut und haben dann 2007 auch einen Verein dazu gegründet, ja, um das dann weiter an Apotheken zu tragen, das Konzept. Welche Aufgaben hatten Sie denn ganz speziell in Ihrer Zeit in dieser Apotheke in den 12 Jahren? Also ganz explizit die Tätigkeiten einer Kinderkrankenschwester, was eben eine PTA vielleicht nicht kann oder ja, was wurde einfach woanders gebraucht wird zu dieser Zeit? Nicht kann, nehme ich zurück, weil das war am Anfang mein Denken, ja, aber mittlerweile gar nicht mehr. Also es braucht einfach natürlich Hintergrundwissen, aber wie zum Beispiel ein Babymess- und Wiegetag und da kommen die Mütter und wollen einfach ein bisschen rundherum beraten werden. Ist es ausreichend an Gewicht, was das Baby zugenommen hat? Was kann ich jetzt tun? Ich brauche jetzt einen Rat, was das Baby zur Beikost hin essen kann. Dann eben aber auch Abrechnung von Milchpumpen, also auch die Kommunikation mit den Krankenkassen hatte ich dann zeitweise übernommen, eben entsprechende Kosten Voranschläge beantragen, dann mit den Eltern sehr häufig auch zu besprechen, was auf einem Rezept stehen muss, um es letztendlich auch als Möglichkeit dann von der Kasse bezahlt zu bekommen, beziehungsweise dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, Rezepte zu bekommen. Das war auch manchmal nicht bekannt. Ja, Vorträge über Beikost, Babymassagekurse haben wir angeboten, Mutter- und Kindgruppen haben wir angeboten. Wir hatten zu der Apotheke gehört ein sehr, sehr großer Vortragsraum, in dem wir eben auch Gruppen abhalten konnten und das war schon sehr spannend und es hat sich zunehmend rumgesprochen, ich sage immer so am Sandkasten, die Propaganda, und das war so das Beste letztendlich, glaube ich, was uns passieren konnte und was auch zu einem Namen wie babyfreundliche Apotheke als positiv beigetragen hat. Sandkostenpropaganda, das Wort gefällt mir. Frau Schade, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, eine babyfreundliche Apotheke in Leipzig aufzumachen? Ja, ich kam 2004 in die Innenstadt als Neugründung. In der Innenstadt sind sehr viele junge Familien unterwegs, die Musikschule ist schräg gegenüber. Ja, und da muss man natürlich ein Thema finden, wo man sich vom Wettbewerb abgrenzen kann, sei es von den Drogeriemärkten in der Umgebung, von anderen Kollegen und heutzutage vom Versandhandel. Man muss einfach kompetent in einem Bereich sein und besser als die anderen. Ja, so kam das damals, dass wir einfach geguckt haben, was haben wir für Kunden, was passt zu denen, was interessiert die. Ein Team, was super begeisterungsfähig gewesen ist, und so haben wir 2005 bei Karin Krivanek angefangen, unter dem Motto Baby, ganzheitliches Babymanagement die Kurse zu besuchen. Das endete dann in der Vereinsgründung und in der Zertifizierung im Jahr 2008. Ja, und mittlerweile sind wir zum dritten Mal rezertifiziert in diesem Jahr, also jetzt schon 12 Jahre dabei.
Das heißt, Sie haben insgesamt 3 Jahre gebraucht, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, um zertifiziert zu werden. Ist das richtig? Ja, ungefähr? Von den ersten Schulungen 2005 über die Vereinsgründung bis zur ersten Zertifizierung war das 2008. Heute geht das natürlich schnell, aber das war ja alles noch ganz neu. Ja, nicht ganz so mobil wie heutzutage. Ich glaube, wir waren 6 Apotheken damals. Frau Kreber, eine kurze Zwischenfrage, wenn wir schon bei Zahlen sind. Wie viel gibt es denn derzeit? Knapp 70. Oh, das ist aber gut gewachsen seit der Zeit. Und knapp 100 und ein bisschen was über 100 haben wir in der Zertifizierung. Also wir haben 30 quasi, die sind noch im Zertifizierungsprozedere. Und knapp 70 sind jetzt fertig. Also wir erwarten dürfen bald 100 sozusagen. Babyfreundlich genau. Nennen. Bei der 100. machen wir dann eine Party. Versprochen. Herr Keller, wie war das denn bei Ihnen? Warum haben Sie gedacht, ach, babyfreundliche Apotheke hört sich doch gar nicht so schlecht an? Das hörte sich nicht schlecht an. Gerade in Bezug auf Eltern war es meiner Frau und mir sehr, sehr wichtig, gerade auch im ländlichen Bereich, einfach da auch ein bisschen Flagge zu zeigen. Auch im Bereich mit Kooperation mit Hebammen haben wir einfach gemerkt, der ländliche Bereich rutscht doch etwas runter. Und auch von meinem Standpunkt her als Mann war es mir auch sehr, sehr wichtig, auch eine gewisse Beratungskompetenz in die Apotheke reinzubekommen. Sagen Sie noch mal ganz kurz, seit wann Sie zertifiziert sind? Wir haben es dieses Jahr im März 2020 geschafft, uns zu zertifizieren. Das erste Mal hat grob 1 Jahr gedauert. Also doch schon, Mobilität ist alles, genau. Ja. Und Ihr Team ist mit Leib und Seele dabei, nehme ich mal an. Auf jeden Fall. Ist bei Ihnen das ganze Team involviert oder einfach Teile des Teams, dass Sie diese Kernzeiten abdecken können, die Frau Kriwanek vorhin genannt hat? Also wir haben 3 Personen herausgepickt, die wir gesagt haben, die eigentlich auch von der Stundenzahl und auch von der Kompetenz sehr gut da reinpassen, haben aber von Anfang an das ganze Team mitgenommen, auch in Teamsitzungen, interne Schulungen und einfach diesen ganzen Weg im Team dementsprechend vorangebracht. Und das hat uns sehr, sehr viel an Kompetenz eigentlich gebracht. Ja. Jetzt haben wir schon über die Zertifizierungsdauer gesprochen. Frau Kriwanek, welche Hürden müssen denn die Apotheken bestehen in dieser Zertifizierungsdauer? Was ist da alles zu tun? Also uns ist es an allererster Stelle mal wichtig, dass die Grundlagenschulung besucht wird. Die ist auch für alle offen, bieten wir an Verbänden und Kammern an, deutschlandweit. Und wenn sich dann aus dieser Fortbildung heraus der Wunsch bewegt, dass man babyfreundlich werden möchte, dann wird man Mitglied, man erhält eine Gutachterin, die einem zur Seite steht, die beantwortet alle Fragen, die man auf dem Herzen hat, fachlich, als auch rund um das ganze Zertifizierungsprozedere. Wenn sich die Apotheke entsprechend fit fühlt, die müssen tatsächlich eine mündliche Prüfung durchlaufen. Und die ist nicht ohne. Da legen wir auch wirklich großen Wert drauf, auf Qualität, weil die lernen nicht für sich, sondern für ihre Kunden. Und diese Kundengruppe ist eine sehr sensible. Da muss man einfach mit gutem Know-how aufwarten können. Und von daher ist die Prüfung auch nicht ohne. Und wenn Sie sich entsprechend fit fühlen, das QM-Handbuch in die Praxis umgesetzt haben, dann können Sie quasi den Gutachtentermin beantragen und dann kommt die Gutachterin und so Gott will. Und das Team ein gutes ist und sich gut vorbereitet hat, dann erhalten Sie quasi dieses Qualitätssiegel. Jetzt erstmal für 3 Jahre. Okay, und nach 3 Jahren läuft das automatisch aus und wie geht es dann weiter? Es läuft aus, tatsächlich, ja. Man muss sich rezertifizieren. Früher mussten die Apotheken tatsächlich eine erneute mündliche Prüfung absolvieren. Das haben wir mittlerweile abgeschafft. Zum Leidwesen, Sie werden es nicht glauben, manche Apotheken, die hätten das gerne wieder. Jetzt läuft es hauptsächlich über Fortbildungspunkte, weil uns einfach sehr wichtig ist, dass die Qualität gewährleistet wird. Und die Beratungskompetenz wirklich nach aktuellem Stand des Wissens aufrechterhalten wird. Und das geht nur so, es geht nicht ohne Rezertifizierung. Wir haben so viele andere Punkte dann noch mit Diabetes etc., Senioren. Und da fällt das eine Thema irgendwann hinten runter. Ja. Und wenn man dann weiß, ah, jetzt muss ich ja wieder, dann denke ich, ist das eine ganz gute Geschichte. Wir haben ja heute nicht nur PTA und Apotheker, die uns zuschauen, sicherlich vielleicht auch der eine oder andere PKA dabei. Ist es denn für PKAs auch möglich, an dieser Zertifizierung bzw. an dem ganzen Prozess teilzunehmen? Oder ist der explizit für das pharmazeutische Personal gedacht? Also generell ist es so, dass wir möchten, dass alle Berufssparten, die in der Apotheke tätig sind, sprich tatsächlich die PTA, PKA und der Apotheker, die Möglichkeit haben, dort teilzunehmen. Ist aber leider nicht in allen Organisationen möglich.
Von daher muss man sich erkundigen. Uns liegt es insofern am Herzen, das darf ich noch mal kurz schnell ausführen, die PKA ist die erste, die am Telefon ist. Mhm. Und wenn eine Mutter aus der Klinik anruft und sagt, ich bräuchte eine Milchpumpe, dann kann die dort schon so viel klären am Telefon, wenn sie fit ist. Mhm. Das hält uns den Rücken frei, wenn wir dann die Milchpumpe rausgeben, weil dann einfach vieles auch vertraglich schon geklärt ist. Nur ja. Einfach als Beispiel. Ja, ja, aber das finde ich klasse, weil die PKAs wollen ja sowieso gerne immer ihre Kompetenzen erweitern, ja. Und haben dann natürlich einen relativ begrenzten, ja, Spielraum. Ja. Und deswegen ist es natürlich eine ganz tolle, klasse Idee, welche Möglichkeiten es sich, ja, da der PKA nochmal auftun. Das, also theoretisch könnte sie auch Stillhilfsmittel beraten, weil, ja, das hat nichts mit pharmazeutischem Wissen, genau, zu tun. Ja. Und das macht den PKAs auch unheimlich Spaß. Und, mhm, ich finde, das stärkt auch das komplette Team. Ja, finde ich auch. Diese gegenseitige Wertschätzung, ja, und halt keine, genau, ja, Hierarchien, genau, aufzubauen, ja, sondern eher abzubauen. Ja, ja, finde ich super. Genau. Frau Ronert, die Zertifizierung haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Was ist denn so ein Gutachter, der da kommt? Also wer ist denn das und was macht der dann? Und welche Ausbildung braucht der vielleicht? Da kann ich ja nicht jeden hinschicken. Mhm. Also die Voraussetzung, um Gutachterin zu werden, ist eine pharmazeutische Grundausbildung, mhm, weil es geht in den Gutachten natürlich auch um Arzneimittel, die abgefragt werden, in Fallbeispielen zum Beispiel. Und dazu haben wir uns überlegt, was auch noch ein bisschen kompetenzstärkend wirkt, ist eine Ausbildung in einem Bereich der Stillberatung. Also, mhm, verschiedene Institutionen gibt es in Deutschland, die das anbieten. Und das hätten wir schon ganz gern von unseren Gutachterinnen, dass sie eben so beide Bereiche ein bisschen abdecken, eben den pharmazeutischen und den stillberaterischen. Mhm. Und dann kann man sich bewerben und sagen, ich habe Lust dazu. Okay, das finde ich super. Frau Schade. Was haben Sie denn für Alleinstellungsmerkmale in Ihrer Apotheke kreiert, die sich ganz besonders mit dem Thema junge Familien verbindet? Also das heißt Dienstleistungen, Produkte, was auch immer. Was kriege ich bei Ihnen, was mich zu Ihnen zieht? Also als erstes natürlich ein ganz großes Sortiment in dem Bereich. Die Stillhilfsmittel machen natürlich da einen ganzen großen Batzen, weil ich sag mal von den Stillenden benötigt ungefähr ein Drittel eine Milchpumpe und was dann dazugehört. Ja, das geht aber weiter natürlich um Babynahrung, es geht die passende, es geht um Hautpflege, um Aromapflege und so weiter und so fort. Dann haben wir einen Still- und Wickelraum, der sehr gerne in Anspruch genommen wird, weil gerade in der Innenstadt, ja, wo will man stillen? Ja. In der Umkleidekabine, mhm, oder auf der, ja, Toilette, mhm, gefällt halt auch nicht jedem. Wir bringen die Milchpumpen nach Hause, bauen die dort auf, erklären, wie alles funktioniert. Auch wir haben einen großen Seminarraum bei uns in der Apotheke, wo wir zahlreiche Kurse stattfinden lassen, die wir selbst organisieren oder auch mit Netzwerkpartnern. Das fängt an in der Schwangerschaft zum Thema Elternschaft gut vorbereitet, die rechtlichen Dinge wie Elterngeld, Vaterschaftsanerkennung und so weiter. Das geht über die erste Zeit mit dem Baby zu Hause. Es geht um Babyzeichensprachekurs, Beikost, Einführung, eine ganze Reihe von, von Informationen für die Eltern. Haben Sie dann eigentlich noch Zeit für andere Sachen in der Apotheke? Ich habe ein super Team. Ganz offensichtlich, ich glaube, ohne die wäre ich auch geschnitten. So, Herr Keller, können Sie das überbieten? Ich glaube, wir können gut mithalten. Wie die Kollegin schon gesagt hat, es macht Spaß, sich in diesem Metier auch zu bewegen. Es macht Spaß, vieles auszuprobieren, auch manches Mal sehr vieles auch, ich sage es immer noch mal, in diesen ländlichen, unerfahrenen Bereich, mhm, eigentlich auch so ein bisschen reinzubringen. Was ich biete, ist ein sehr gutes, kompetentes Team, das einfach auch eine empathische Stimmung gegenüber den Eltern, den frischen, jungen Eltern davor, danach einfach so ein bisschen aufbaut. Und dann kommt natürlich noch das Netzwerk mit dazu. Wir haben es geschafft, dass wir drei, jetzt eigentlich sind es vier Hebammen, wirklich Hand in Hand mit uns arbeiten, ein super Netzwerk aufgebaut. Einfach dieses, die Kunden haben eine Betreuung von A bis Z. Und es läuft über uns, über die Apotheke, auch über Seminarräume, über Workshops. Und das merkt man, das gibt einfach einen schönen Benefit im Team. Man, mhm, fühlt sich sicher, aber gleichzeitig bringt es einem natürlich auch so ein bisschen was. Eine ganz, ganz starke Kundenbindung. Mhm.
Wenn Sie das alles so erzählen, das ist ja ein Wahnsinnsangebot, was Sie haben. Ja? Volkshochschulen nehmen dafür Geld für solche Sachen, für solche Dienstleistungen, die man da halt anbietet. Wie war das denn bei Ihnen, Frau Ronert? War diese Beratung dann kostenpflichtig in der Apotheke, wo Sie gearbeitet haben? Weil das kann man ja irgendwann gar nicht mehr mit dem Team stemmen, ohne dafür irgendwie eine finanzielle Honorierung zu bekommen, ja? Das werden wir immer wieder gefragt im Verein. Ich denke, das ist auch nur individuell zu beantworten. Was wir mit der Zeit angeboten haben, war individuelle Stillberatung, weil ich bin selber Stillberaterin, Frau Krivanecke Stillberaterin. Wir haben einige Apotheken mittlerweile, die mit Hebammen und Stillberatern auch so eng zusammenarbeiten, dass sie das über die Apotheke anbieten. Und für professionelle Stillberatung ist es einfach so, dass man eine Gebühr nimmt. Mhm. Das ist auch vom Dachverband der Stillberaterin so vorgegeben. Und es gab in diesen Zeiten überhaupt kein Problem mit den Eltern, weil man hat es direkt kommuniziert am HV-Tresen, sage ich mal. Es gab ein Problem und man konnte schon mit ein paar Sätzen helfen, aber wenn es wirklich darauf hinauslief, dass es eine große, umfangreiche Beratung wird, bietet man halt einfach eine Stillberatung an, die dann auch in einem separaten Raum ist und die dann auch kostenpflichtig ist. Und da ist man sehr transparent, das sagt man auch gleich, was da in der Stunde zwischen 50 und 60 Euro werden da vorgeschrieben, genommen wird von der Stillberatung. Und die Eltern können ja entscheiden, ob sie es möchten oder nicht möchten. Mhm. Kleinere Beratungen wie Hautpflege, was Frau Schade eben angesprochen hat, oder auch zwei, drei Fragen rund um die Beikost und so weiter, das ist natürlich mit im Dienstleistung von uns, die dort in der Pharmazie arbeiten, inbegriffen. Wie handhaben Sie das, Frau Schade? Also auch wir nehmen Kursgebühren für die Kurse. Ja. Ich denke immer, was nichts kostet, ist nichts wert. Ja. Und wir haben ja auch wirklich Unkosten dabei, ja. Ob es jetzt für den Einführungskurs Beikost, was die Lebensmittel sind zum Kochen, ja, oder... Ach, Sie kochen tatsächlich? Ja, wir kochen tatsächlich. Also kein Theoriekurs? Nein, das sind also, wir haben erst die Theorie, der ist zweiteilig und im zweiten Teil ran an die Löffel. Es werden vier Breichen gekocht, ein Obstbrei und ein ja, Gemüse und Fleisch, also alles differenziert und ja, dementsprechend, also für die Kunden ist es normal. Es hat jetzt sich auch noch nie einer deswegen beschwert oder... Und wie sieht es mit der Beratung aus, wenn jetzt wirklich jemand sagt, ich habe so ein großes Problem, ich brauche jetzt einfach wirklich mal eine Stunde Ihrer Zeit, um das ausführlich zu diskutieren, sei es Beratung an der Milchpumpe, Stillen, Anlegen des Babys und so weiter, wenn Sie da wirklich wissen, Sie brauchen jetzt eine Stunde im Beratungsraum, verlangen Sie dafür dann auch Gebühren, was ja völlig normal ist, AMTS kostet auch Geld oder bisher noch nicht? Das machen wir bisher noch nicht. Bisher noch nicht, okay. Gut. Vielleicht wird es ja auch irgendwann von der Krankenkasse bezahlt. Ja. Das wäre natürlich sehr wünschenswert, ja, weil das kommt ja, ja irgendwie auch dem Kind zugute und das wäre ja schon schön. Unbedingt. Herr Keller, wie sieht das bei Ihnen aus? Wir bieten eine Stillberatung an, mit der Hebamme zusammen oder mit der Laktationsberaterin. Zudem bieten wir eine Hebammensprechstunde an, die auch in Kooperation mit den Hebammen stattfindet. Und da ist sogar die Abrechnung über die Kasse möglich. Das heißt, noch nicht mal Unkosten für die Eltern. Die Hebamme nimmt sich sehr viel Zeit. Wir arbeiten schon sehr viel vor. Auch wie wir es vorhin schon gesagt haben, manches Mal kann man im Telefongespräch oder einfach im Gespräch im Handverkauf feststellen, wo drückt der Schuh, kommen wir weiter mit unserer, mit unserem Wissen, mit unserer Kompetenz. Aber auch, wie gesagt, da greifen wir dann schnell ein und teilen dann auch dementsprechend zu unseren Kooperationspartnern dann auch dazu. Es ist ein Mehrwert an Service, den wir bieten, aber auch bis zu einem gewissen Grad, wo wir auch sagen, wenn wir Workshops machen oder so, dann dürfen die auch gerne entgeltpflichtig sein. Ja, ja. Ist ja auch irgendwie mehr als verständlich in der heutigen Zeit. Jetzt haben wir ganz viel schon oder ganz oft diesen Begriff Stillen verwendet. Medela ist dann natürlich auch ein sehr guter Ansprechpartner als Firma. Was bietet denn Medela im Prinzip diesen babyfreundlichen Apotheken oder vielleicht auch allen Apotheken für ja, Dienstleistungen, Services oder Infomaterialien an, wo man sich ein bisschen näher mit dem Thema auseinandersetzen kann als Apothekenteam oder vielleicht auch für den Endverbraucher? Also ich denke, die Firma Medela hat unheimlich viel Informationsmaterial, was das pharmazeutische Personal direkt in der Beratung an die Eltern weitergeben kann, was es aber auch in der Beratung nutzen kann, fachliches Infomaterial, aber auch natürlich produktbezogen auf der einen Seite. Dann kostenlose Webinare bieten wir für pharmazeutisches Personal an, wo eben viele, unter anderem Stillprobleme, Arzneimittel besprochen werden, also Fachwissen sozusagen, Aneignung von Fachwissen. Wir sind über ganz, ganz viele Kanäle auch erreichbar für die Pharmazeuten. Letztendlich, ob das über Internet ist, ob das über Apps
sind, die man auch an Müttern weitergeben kann, oder ob das über Telefonate ist. Also der Bezug zu unseren Kunden ist uns sehr, sehr wichtig, und dahingehend, ja, ob das Produktproben sind, ob das Produktschulungen sind und so weiter und so fort, ist da sicherlich ganz groß geschrieben, ja. Mhm. Kompetenzerweiterung ist ja nicht nur beim Stillen wichtig, sondern auch im Prinzip eine Stufe vorher, sprich die Frau ist noch schwanger, kommt in die Apotheke und möchte irgendein Arzneimittel, kommt mit einer Indikation, was auch immer. Frau Krivanek, dann steht die vor Ihnen und sagt, ich bin schwanger. Und dann, was geben Sie der? Also das heißt, was geben Sie den Apotheken an die Hand durch Ihre Kurse, wie man berät für Schwangere und Stillende? Das ist ja immer so ein bisschen ein Unsicherheitsfaktor. Mir geht es so, wenn ich in der Apotheke stehe, ich will mich dann nochmal 10-mal absichern, dass dieses Medikament jetzt okay ist. Gibt es da auch Kursangebote, was Sie da halt offerieren? Oder? Also wir bieten ja diese Grundlagenschulung an, und da gehen wir wirklich sehr in die Tiefe. Wir haben einen ganzen Vormittag, wo wir nur über Arzneimittel in der Schwangerschaft sprechen. Oh, super. Da geht es auch über Fallbeispiele, damit man das Ganze auch trainiert mit entsprechender Kommunikationstechnik, weil ich habe hier ja auch eine Dame mit entsprechenden Befindlichkeiten, die ich da abholen soll, wo sie steht. Ja. Am Nachmittag gehen wir dann auf fast ausschließlich auf die Beschwerden ein, und dann haben wir natürlich auch noch einen großen Part Arzneimittel in der Stillzeit. Mhm. Und für die Arzneimittel für Kinder gibt es sogar einen kompletten ganzen extrigen Tag. Wow. Mhm. Und ganz wichtig, denke ich, ist es, dass man wirklich den Frauen auch schriftliches Material mit an die Hand gibt, gerade wenn sie auch verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen sollen, damit sie in der Compliance gefördert sind. Weil es bringt nichts, wenn die Dame sich denkt, oh mein Gott, da schade ich jetzt meinem Baby. Ich nehme zum Beispiel ein Antibiotikum nur 2 Tage, obwohl ich es vielleicht eine Woche nehmen sollte. Und da ist es ganz wichtig, dass man ihre Ängste versteht und ihr einfach mitteilt, dass es ein verträgliches Medikament ist für die Schwangerschaft und in ihrem Fall einfach sehr wichtig ist, damit ihre Gesundheit auch wiederhergestellt wird. Wie ist es denn, wie reagieren denn Gynäkologen, Hebammen und andere Berufe, die sich in erster Linie mit Schwangeren und Stillenden beschäftigen, auf das Angebot der Apotheken? Frau Krivanek, wie war das bei Ihnen? Gab es da schon mal irgendwie so eine Art Kompetenzgerangel, dass sich jemand auf den Schlips getreten gefühlt hat und gesagt hat, warum macht das jetzt die Apotheke? Das ist doch jetzt aber mein Job. Ja, gibt es immer wieder. Also damit muss man tatsächlich rechnen. Und zwar nicht nur bei den Ärzten, auch bei den Hebammen. Wenn man ihnen aber dann ganz klar darlegt, was ist der Benefit, was ist mein Bereich, was erachte ich für mich als wichtig, was ich weitergebe und wo kann man einfach die Experten unterstützen. Wenn man eine Win-Win-Situation herstellt, dann ist das ganz schnell abgelegt, dieses Konkurrenzdenken. Mhm. Wir haben mittlerweile ja immer noch die Situation, dass es viel zu wenig Hebammen gibt, und von daher sind wir doch eine wunderbare Bereicherung. Und eben auch für die Kinderärzte und Gynäkologen, wo sie so wenig Beratungszeit mittlerweile haben, und dann können wir einfach den restlichen Part übernehmen. Mhm. Und von daher ist es doch ein schönes Miteinander. Und ich würde mir wünschen, dass diese interdisziplinäre Zusammenarbeit noch eine viel bessere wird. Mhm. Mhm. Keller, wie sieht es da bei Ihnen aus? Können Sie das bestätigen? Auf jeden Fall. Wir hatten nur positives Feedback bis jetzt. Mhm. Sowohl Hebammen als auch Gynäkologen. Sie waren alle sehr begeistert, sie waren sehr, sehr froh. Man sollte vielleicht auch im Team vorher klären, bis zu welcher Grenze kann ich helfen, bis wann muss ich weitermachen. Aber ich denke, das ist im Beratungsleitfaden bei uns immer ganz klar. Ja. Aber wie gesagt, positiv durchweg. Also kann ich nur bejahen. Frau Schade, Sie können jetzt fast nichts anderes mehr sagen. Ja. Ja, wir haben das große Glück, in Leipzig 2007 den Verein Stillforum e.V. gegründet zu haben. Das ist ein berufsgruppenübergreifendes Netzwerk aus Kinderärzten, Frauenärzten, Kinderkrankenschwestern, aus der großen Pflege, Apothekenpersonal, ja. Und das macht viel Freude zusammen. Also man sieht sich immer einmal im Jahr zu einer großen Fachtagung, da haben wir einen Messestand. Ja, man lernt so seine Stärken und seine Schwächen kennen. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass die anderen Berufsgruppen mitkriegen, dass man denen ja nichts wegnehmen will, sondern man möchte sie ergänzen. Also wir haben bewusst Kurse ausgewählt, die nicht die Hebammen anbieten, sondern darüber hinaus. Wie gesagt, es sind einige, die aus den Uniklinikungen zu uns in die Apotheke kommen und ihre Kurse halten. Wir machen dort Hebammenfortbildung 2-mal im Jahr bei uns im Haus.
Und dieses Praktikum, dieses achtstündige, was jede Mitarbeiterin zu leisten hat, das ist auch so eine tolle Institution, weil man einfach mal mitkriegt in der Klinik, ja, was sind denn die Sorgen und Nöte da und warum haben die auch mal Stress, wenn die am Telefon nicht rangehen oder wie auch immer. Und es waren auch schon Schwestern bei uns in der Apotheke, ja, das macht dann einfach Spaß. Herr Keller, nutzen Sie die Chance dann eigentlich auch für Zusatzverkäufer? Ich würde es jetzt nicht aus dem wirtschaftlichen Aspekt heraus sehen. Man stellt sehr, sehr oft fest, dass man zum einen die Compliance ganz gut fördern kann, zum anderen auch die Frauen oder auch die Männer sehr, sehr dankbar sind über Empfehlungen einfach mit dazu. Einfach auch adäquate, fundierte Empfehlungen, dass ich einfach weiß, okay, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht und das hilft mir, weil ich denke, die Kunden, die zu uns kommen, die haben Ängste, die haben Sorgen und die sind um jedes Mittel dankbar, was sie wirklich dann auch weiterbringt. Sieht es bei Ihnen aus, Frau Schade? Haben Sie gemerkt, dass die Statistik bei Bibi-Artikeln dann nach oben gegangen ist, nachdem Sie sich zertifizieren lassen haben oder sich einfach fokussiert haben auf diesen Bereich? Also da wir von Anfang an ja dieses Konzept gefahren sind, kann ich das jetzt gar nicht mehr so beurteilen, aber auch wir haben Empfehlungspakete. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man authentisch ist, ja, und dass man das einfühlsam rüberbringen kann und dann geht das von selbst und das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie am Tisch zusammengeschnürt ist, sondern individuell. Herr Keller, eine letzte Frage noch an Sie, weil ich glaube, das ist die Frage, die fast alle da draußen am brennendsten interessiert. Wie reagieren denn die schwangeren und stillenden Frauen, wenn sie zu Ihnen kommen, direkt speziell zu einem Mann, mit ihren Problemen zum Thema Dammmassage vor der Geburt oder Beratung über Stillhütchen? Wie reagieren die, wenn ein Mann vor Ihnen steht? Tja, Frau Dr. Barisch, was soll ich da sagen? Wie würden Sie reagieren? Oh, okay, jetzt habe ich mal kurz die Frage gewechselt. Ja, wie würde ich reagieren? Also ich glaube, ich bin ein sehr pragmatischer Mensch tatsächlich. Also mir wäre das eigentlich ziemlich wurscht, ob männlich, weiblich, divers da vor mir steht. Ich glaube, wenn ich merke, dass die Beratung gut ist, wäre das für mich eigentlich das, was zählt, ja. Und es gibt männliche Gynäkologen. Ich habe sogar gelesen, wir haben mittlerweile 3 männliche Hebammer, weiß ich nicht, wie das richtig heißt, Geburtspfleger in Deutschland. Also von daher, ich traue es Ihnen zu, dass das was wird. Und wie ist jetzt die Reaktion Ihrer Kunden? Also ich kann es genauso wiedergeben. Manche Frauen sind zuerst skeptisch, wenn sie merken, dass eine gewisse Beratungskompetenz kommt oder dass ihnen geholfen werden kann, dann sind sie sehr affin. Dann scheuen sie sich da auch nicht, wirklich solche Themen anzusprechen. Wir haben das eh, das gehört eh zu unserem täglich Brot. Und man sollte auch nicht vergessen, es sind nicht nur Frauen, es sind auch Männer, die kommen. Die Männer sind die Ersten, die losgeschickt werden aus der Geburtsklinik, die Milchpumpe erklärt haben müssen und dann Stillhütchen, welche Größe, wie was, wo. Mhm. Und dann ist es sehr, sehr einfach, wenn man dann einen Mann vor sich stehen hat. Das glaube ich Ihnen sofort. Das war jetzt ein ganz großartiges Schlusswort. Vielen, vielen Dank an die große Runde, die heute hier versammelt war. Ein geballtes Kompetenzzentrum sozusagen zum Thema Babys in der Apotheke. Ganz herzlichen Dank, dass Sie extra zu uns hierher gekommen sind nach Bad Vilbel. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ja, ich denke, wenn man diese ganzen Erfahrungsberichte hört, dann fragt man sich doch tatsächlich, wieso noch nicht alle Apotheken in Deutschland babyfreundlich sind. Ich möchte Sie jetzt noch ganz herzlich einladen, wenn Sie noch fit sind, zu unseren Partnerbeiträgen von 14.30 Uhr bis 18 Uhr, um sich dort über Innovationen, Produktneuheiten und neue Entwicklungen auf dem Pharmamarkt zu informieren. Und wenn Ihnen dann ab 18 Uhr der Schädel raucht, dann möchte ich Sie herzlich einladen zum Vortrag von Professor Dr. Schubert-Zillowitsch zur Migräneprophylaxe und Akuttherapie. Bleiben Sie gesund!